Frau Bendel, eigentlich alle, die wir gehört haben heute Morgen, sprechen von einem historischen Kompromiss, von einer historischen Einigung. Was macht diese Einigung so historisch aus Ihrer Sicht? Also es gibt einige wirklich scharfe Neuerungen, die die Rechte von Schutzsuchenden betreffen und die auch besonders kritisch zwischen einigen Mitgliedstaaten im Rat sowie auch zwischen Rat und Parlament diskutiert wurden. Und sie betreffen drei wichtige Punkte, nämlich den grundsätzlichen Zugang zum Asylsystem durch ein neues, kurzes, sehr verkürztes Verfahren an den Außengrenzen, das versucht, Personen mit geringer Schutzperspektive und solche, die über sichere Staaten eingereist sind, gar nicht erst in die EU zu lassen. Das bedeutet auch, dass die Verfahren teilweise unter Haftbedingungen stattfinden. Und nach allem, was wir hören, gibt es nun nicht mal eine Altersgrenze für die Ingewahrsamnahme von Familien mit Kindern. Der zweite wichtige Punkt ist die Verteilung von Schutzsuchenden. Wir kennen dieses lange Zeit dysfunktionale sogenannte Dublin-System. Das soll nun ersetzt werden durch eine Verteilung, wobei nicht jeder Mitgliedstaat auch tatsächlich Schutzsuchende aufnehmen muss, sondern er kann auch irgendwas anderes leisten, zum Beispiel bei der Grenzsicherung helfen oder bei Kooperation mit Drittstaaten. Und drittens gibt es einen sogenannten Notfall- oder Krisenmechanismus für den Fall, dass ausgesprochen viele Schutzsuchende an die EU-Außengrenzen kommen. Und in diesen Fällen gilt es, besonders eilige Verfahren durchzusetzen und die Möglichkeit, Personen bis zu 20 Wochen festzusetzen. Es handelt sich also hier um eine starke Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung und auf Kosten der Menschen- und Flüchtlingsrechte, wie auch das Europäische Parlament sehr häufig kritisiert hat. Diese Schlagseite geht ganz klar auf Kosten der Rechte von Schutzsuchenden in der EU und an den Außengrenzen. Frau Bendel, jetzt finde ich persönlich, wenn ich mir das anhöre, was da heute sozusagen in diesem Einigungspaket drinsteckt, das ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Also für mich erschließt sich nicht so ganz, warum es 7 Jahre gedauert hat, zu diesem Ergebnis zu kommen. Warum war das denn so schwer? Also wenn wir in die Historie zurückgehen, dann spätestens 2015, 16 bei der starken Fluchtzuwanderung ist das bisherige System, das Dublin-System, das ohnehin nie richtig funktioniert hatte, kollabiert. Hunderttausende von Geflüchteten zogen damals von den teils überforderten und teils aufnahmeunwilligen Grenzstaaten, die eigentlich für ihre Asylgesuche zuständig gewesen wären, einfach weiter, vor allem nach Deutschland und Schweden. Wir erinnern uns. Und die Folge war ein weiteres Auseinanderdriften der EU und eine politische Polarisierung zwischen den Mitgliedstaaten entlang zweier Konfliktlinien, nämlich einerseits der normativen Bekenntnis und Nichtbekenntnis zu einem EU-weiten Flüchtlingsschutz. Einige Mitgliedstaaten sagten, wir machen da gar nicht mit und wir sehen auch gar nicht, warum die EU dafür zuständig sein sollte. Das wollen wir gerne selber regeln. Ich denke an Polen und Ungarn spezifisch. Und dann auch zwischen Befürwortern und Nichtbefürwortern einer stärkeren, gemeinsamen, harmonisierten EU-Asylpolitik. Und die europäischen Standards gerieten damit, weil man sich auf kein gemeinsames System einigen konnte, in einen sogenannten Negativwettbewerb, in einen Schäbigkeitswettbewerb, muss man sagen, in dem sich die EU-Staaten gegenseitig mit Vorschlägen für eine immer harschere Flüchtlingspolitik überboten. Und die Folgen dieses Race to the Bottom, also dem Wettbewerb nach unten, waren, dass in vielen Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen skandalöse, menschenrechtswidrige Bedingungen herrschten. Wir denken an die Bilder zum Beispiel aus Moria in Griechenland. Und Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot gerieten, wurden zum Teil von EU-Staaten sich selbst überlassen oder sogar zurückgetrieben. Das sind illegale Pushbacks gewesen. Zivilgesellschaftliche Seenotrettungsorganisationen wurden kriminalisiert. Und in diesem Schäbigkeitswettbewerb konnten sich die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament meistens nur auf einen Vorrang der Sicherheitsbedenken durch Migration einigen und auf die Verlagerung des Flüchtlingsschutzes außerhalb der EU, auf Länder außerhalb der Europäischen Union. Frau Bendel, jetzt gibt es diese Einigung. Im Vorfeld war immer wieder auch die Rede davon, dass das Ganze oder diese Frage um die Asylreform sowas wie eine Zerreißprobe ist für die Europäische Union auch. Was hätte es denn aus Ihrer Sicht bedeutet, wenn die Europäische Union es nicht geschafft hätte, sich da zu einigen?
Ja, aus der Perspektive der Mitgliedstaaten ist das der Versuch, Migration stärker zu steuern und an einer gemeinsamen Politik festzuhalten, ohne dass die EU in Migrationsfragen auseinanderbricht und dann jedes Land seine eigene Politik verfolgt, was dann letzten Endes zu einem Scheitern von Schengen führen würde. Das war die Perspektive auch der deutschen Bundesregierung, die sagte, wenn wir da nicht zustimmen, wird letzten Endes Schengen scheitern, weil man dann wieder zurückkehren wird zu Binnengrenzen. Und dieser Kompromiss zwischen Rat und Parlament, weil die Kommission jetzt auch in diesem Jumbo-Trilog beteiligt, musste noch schnell erfolgen aus der Sicht der Staaten. Denn die Europawahlen stehen im kommenden Juni bevor und man wollte hier klar zeigen, dass man sich auf eine gemeinsame Position einigen konnte, bevor sich die Mehrheiten in Europa noch weiter verschieben. Es geht also auch um ein Signal nach innen an die europäischen Bürgerinnen und Bürger, sich als handlungsfähig zu erweisen. Das steckte hinter dieser doch sehr mit großem Druck erfolgten Einigung noch unter der spanischen Ratspräsidentschaft, die Ende dieses Jahres endet. Die EU hat sich geeinigt auf eine Asylreform. Darüber will ich weitersprechen mit Professorin Petra Bendel, Politikwissenschaftlerin von der Universität Nürnberg-Erlangen. Hallo nochmal, Frau Bendel. Hallo. Frau Bendel, Margarites Schinas hat eben, ich würde sie so nennen, die Orte der Schande nochmal aufgezählt. Moria, Calais, Lampedusa, Flüchtlingslager, in denen es untragbare Zustände gab. Wie tief aus Ihrer Sicht saß dieser Stachel oder sitzt dieser Stachel immer noch auch im Fleisch der Europäischen Union? Er muss ja tief sitzen, denn die Europäische Union beruft sich unentwegt auf die Geltung der Menschenrechte. Und im Bereich der Migrationspolitik beruft sie sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention und die Flüchtlingsrechte. Und wenn dann solche gravierenden, menschenunwürdigen Unterbringungen und Menschenrechtsverletzungen passieren, dann musste die Europäische Union schon um ihre eigenen Glaubwürdigkeit willen handeln. Ob das nun gelungen ist, müssen wir aber mal abwarten. Das ist die Frage, die sich anschließt. Anstatt Ja. Flüchtlingslager, die überfüllt sind, untragbare Zustände, soll sozusagen verhindert werden, dass es solche Zustände gibt, dadurch, dass Menschen, die Asyl suchen, einfacher in Haft genommen werden können, beispielsweise schneller sozusagen über ihre Asylanliegen entschieden, eben auch negativ entschieden können werden soll. Inwieweit aus Ihrer bisherigen Einschätzung, das Vertragswerk ist ja sehr neu noch, ist das wirklich besser als das, was wir bisher hatten? Also der Teufel liegt im Detail. Natürlich jetzt auf drei Ebenen. Eben, wie in der Pressekonferenz erwähnt, in der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Wir haben es zwar nicht mehr mit Richtlinien zu tun, überwiegend, die erst noch in nationales Recht überführt werden müssen, sondern mit Verordnungen, die unmittelbar gelten. Aber die Mitgliedstaaten variieren sehr stark in ihrer Fähigkeit und auch in ihrem Willen, diese Verordnungen jetzt auch umzusetzen. Auch die Verwaltungskapazitäten der einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Und wie ich eben sagte, waren wir zuletzt Zeugen eines regelrechten Unterbietungswettbewerbs unter den Mitgliedstaaten, was die Standards in Verfahren, Asylverfahren, in der Unterbringung und den Zugang zu Integrationsleistungen angeht. Und wie wir diesen Unterbietungswettbewerb tatsächlich dann mit diesem neuen Regelwerk durchbrechen wollen, sehe ich noch nicht. Und zweitens muss man fragen, ob wir das Phänomen der Sekundärwanderung von den Staaten an den Außengrenzen in weitere Staaten mehr im Inneren damit überhaupt in den Griff bekommen. Denn logischerweise werden sich Menschen auf andere Wege machen, wenn sie wissen, dass sie an den Außengrenzen schlimmstenfalls in Gewahrsam genommen werden. Und schließlich müssen wir sehen, dass wir ja auch noch Migrationspartnerschaften mit den Drittstaaten aushandeln müssen, ohne die eine Rückweisung an den Außengrenzen ja nicht funktionieren kann. Und diese Migrationspartnerschaften setzen dann Anreize für Staaten, die ihre eigenen Staatsangehörigen zurücknehmen sollen, wenn sie hierzulande kein Recht auf oder in einem Mitgliedstaat kein Recht auf Schutz erhalten. Aber solche Übereinkommen bergen natürlich Potenziale und Risiken und man muss eben gucken, mit wem man solche Abkommen abschließt. Ne? Denn es gibt ja auch menschenrechtlich, sagen wir, zumindest dubiose Regime, die sich durch solche Partnerschaften auch eine höhere Reputation erwarten.
auch wenn es viele Fragezeichen noch gibt. Frau Bendel, immerhin ist diese Reform jetzt auf den Weg gebracht worden. Wie wichtig war es denn für die Europäische Union, damit auch Handlungsfähigkeit zu zeigen, wir sind in der Lage, als europäische Gemeinschaft zu so einer Lösung zu kommen, auch wenn das sehr schwer gewesen ist, auch wenn das jetzt mehrere Jahre gedauert hat? Ja, also aus der Perspektive der Mitgliedstaaten geht es wirklich darum zu zeigen, wir können Migration stärker steuern, wir können sie auch gemeinsam steuern, ohne dass wir hier auseinanderbrechen. Das ist in der Tat eine Herkulesaufgabe, die da unter den völlig zerstrittenen Mitgliedstaaten, gerade über dieses Thema zerstrittenen Mitgliedstaaten, gelungen ist und wo man dann die Fronten zwischen den Mitgliedstaaten überwiegend hat auflösen können. Aber man muss natürlich auch fragen, was ist denn im Kern zu regeln? Einerseits geht es in der Migrationspolitik ja immer um zwei Absichten, die manchmal auch in einem Zielkonflikt zueinander stehen, oder sehr häufig. Einerseits die Kontrolle und die Steuerung von Zuwanderung. Das war hier beabsichtigt, auch nach innen zu zeigen, wir haben die Kontrolle oder wir können sie wiedererlangen, dieser ungeregelten Migration. Und andererseits die Gewährung von Schutz für diejenigen, die vor Verfolgung oder Krieg flüchten. Und da muss man sagen, dieses Paket, so wie es jetzt vorliegt, hat eine ganz klare ordnungs- und sicherheitspolitische Schlagseite, die auf Kosten der Rechte der Schutzsuchenden gehen kann und nach allem, was wir hören, vor allem auf Kosten der Vulnerabelsten unter den Schutzsuchenden, da hingegen auch die Frage des einen Journalisten, nämlich der Menschen- und Kinderrechte. Einschätzungen waren das zur Asylreform der Europäischen Union von Politikwissenschaftlerin Professorin Petra Bendel von der Universität Nürnberg-Erlangen. Ich danke Ihnen vielmals.